Es folgt nun eine Bilanzsendung zur Gemeinderatswahl 2010. Ein wesentlicher Schwerpunkt der politischen Arbeit meiner unabhängigen Liste und von mir persönlich ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und Betriebsansiedlungen. Hier befinden wir uns jetzt im Betriebsbaugebiet West und man sieht, hier tut sich schon einiges, hier wurden schon einige Betriebe erfolgreich angesiedelt. Doch der Wettbewerb zwischen den Gemeinden wird immer härter. Fischament muss um jeden Arbeitsplatz und um jede Betriebsansiedlung kämpfen. Wir haben hier ein Programm vorgelegt, um Anreize zu schaffen, denn uns ist wichtig, dass die Fischamenterinnen und Fischamenter in Fischament alle Einkaufsmöglichkeiten haben, die sie brauchen. Dies kann nur in Zusammenarbeit mit der örtlichen Kaufmannschaft erfolgen und mir strebt vor, dass wir hier in einer Form der Partnerschaft zum Beispiel ein Projekt wie den Eco Plus Park in Bruck an der Leiter nach Fischament holen. Ich verfüge über genügend Kontakte, um hier Weichenstellungen herbeizuführen, denn es kann zum Beispiel nicht sein, dass es im Fischament keine Möglichkeit gibt, Schuhe zu kaufen. Wir sehen hier ein Gemeindewohnhaus, der sehr stark sanierungsbedürftig ist. Ich setze mich dafür ein, dass dieses Wohnhaus hergerichtet wird, dass hier ordentliche Wohnmöglichkeiten geschaffen werden. Vor allem bietet sich hier die Chance, für unsere jungen Fischamenterinnen und Fischamenter leistbare Startwohnungen zu schaffen, um der Jugend eine Existenz im Fischament zu ermöglichen. Fischament braucht einen unabhängigen Bürgermeister, für den der Mensch und nicht irgendeine Partei im Mittelpunkt steht. Ich bin bereit. Unterstützen Sie mich am 14. März und wir schaffen es. Das war eine Bilanzsendung zur Gemeinderatswahl 2010.